Ja, Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist es dieses Mal wieder ein Ankündigungsvideo, denn es gibt dieses Mal zwei Sachen zu klären. Einmal was Kurzes, und zwar wurde ich gestern wieder in einem Video gefragt, was ich gestern hochgeladen habe, hier Raketenleidenschaft 2.0, wurde ich wieder gefragt, ob ich nach Karl Müritz komme dieses Jahr. Da mich das schon viele Leute gefragt haben, beantworte ich das hier nochmal in dem Video. Nein, wir machen dieses Jahr nicht nach Karl Müritz. Das würde bei uns einfach den Rahmen sprengen, denn der Pyrofuchs und ich haben noch ein bisschen was vor dieses Jahr. Und da würden das einfach zu viele Kosten werden, wenn wir auch noch nach Karl Müritz hochfahren. Weil Schlüsselfeld war ja schon geil, aber es war am Ende auch ziemlich viel Aufwand und Geld. Weil es waren auch ein paar Kilometer, die wir da hinfahren mussten. Und deswegen wird Karl Müritz dieses Jahr erstmal nichts. Vielleicht nächstes Jahr, wie gesagt. Ich halte euch da natürlich auf den Laufenden. Jetzt die zweite Sache. Und zwar veranstaltet Feuerwerkland am 2.4., also quasi am Samstag, ein Resteschießen. Ihr könnt jetzt auch nochmal den Flyer davon sehen. Und zwar könnt ihr dort wieder euer Feuerwerk mit hinbringen, wie auch beim Mega-Feuerwerksverkauf in Leipzig, wo ich war, oder genauso wie in Schlüsselfeld. Ja, könnt ihr euer Feuerwerk mit hinbringen, Resteschießen, Startschuss 17 Uhr, Bockwurst und Glühweinstand, also zu essen gibt es dort auch. Ihr könnt auch noch über den Feuerwerkslandshop was bestellen und das dann dort mit abholen beim Resteschießen. Ich packe euch mal den Link von der Internetseite, wo auch der Shop mit verlinkt ist, in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal noch gucken, ob ihr was braucht fürs Resteschießen. Da könnt ihr noch bequem bestellen. Ich habe auch schon meine Bestellung abgegeben. Schön mit Turbo-Salut-Raketen, 10 Stück. Preise gehen eigentlich auch klar. Was man dazu noch sagen muss, Feuerwerkland ist ein quasi, ist noch eine junge Pyrofirma, sage ich jetzt mal. Also sie gibt es noch nicht so lange. Das Resteschießen wird dieses Jahr auch zum zweiten Mal veranstaltet. Das haben die letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und die Resonanz war gut, deswegen machen sie es einfach nochmal. Ich habe letztes Jahr leider nicht davon erfahren, aber dieses Jahr machen wir auf jeden Fall dahin. Der Online-Shop wird dieses Jahr auch noch online gehen. Also wo man dann auch bestellen kann und sich nach Hause schicken lassen kann. Jetzt kann man erstmal noch dort Feuerwerk bestellen. Das kann man sich dann in Lager im Grünhainichen noch abholen, wenn man Feuerwerk braucht. Natürlich dann mit Genehmigung und so. Außerdem haben die Jungs auch noch eine Facebook-Seite, die packe ich euch auch noch in die Beschreibung. Und ja, das war's eigentlich schon dazu. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch kommt. Mich haben ja auch schon ein paar Leute angeschrieben, ob ich zu dem Resteschießen komme nach Grünhainichen. Jetzt wisst ihr es ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Pyrofuchs ist auch mit am Start. Und ich hoffe, wir sehen uns. Werde bestimmt wieder ein Video machen, ein paar Impressionen einholen und mal sehen, wie es da wird. Ja, das war mein kleines Infovideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War ja eigentlich nichts Weltbewegendes. Was ich noch sagen wollte, gestern war übrigens das 200. Video online gegangen. Von der Raketenleidenschaft 2.0, habe ich erst gerade gesehen. Könnt ihr euch nochmal reinschauen. Und außerdem die Nacht durch Pyro Shop Eröffnung wird auch richtig geil. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, ich werde durchmachen die Nacht und dann gleich im durch Pyro Shop reinschauen. Ja, das war's erstmal. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Effects Firework.